Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forge of Empires. Ich war ja diese Woche ungefähr 8 Tage nicht da. Das heißt, ich habe bei der Forschung zwar weitergemacht, das allerdings nicht aufgenommen. Hier mal die Unterschiede für euch. Oben links der alte, unten rechts der neue Stand. Ich habe also 5 neue Erweiterungen an der Zahl freigeschaltet, davon bereits 4 inklusive der alten bereits erforscht und habe dann auf dem Stand im Endeffekt weiter geforscht und dann geht es natürlich nächste Woche auch weiter. Beim Bauen war es glücklicherweise nicht der Fall, da musste ich also oder habe ich einfach nichts gebaut in der Zeit, wo ich nicht da war und habe einfach, bevor ich weggefahren bin, noch die letzten Häuser ersetzt, die Fachwerkhäuser durch die neueren Sandsteinhäuser und habe noch neue Erweiterungen gesetzt. Das heißt, ich konnte noch eine neue Kirche platzieren und ich habe auch eine Kupfergießerei endlich platziert. Ich kann jetzt also auch Kupfer produzieren. Ja, dann habe ich natürlich auch wieder gekämpft, eine neue Provinz oder einen Sektor. Ich glaube, das Große ist eine Provinz mit einzelnen Sektoren, genau. Und habe die wieder eingenommen. Das gab aber nur Vorräte und Münzen dieses Mal. Und habe den Speer aber schon losgeschickt, eine neue Provinz auszuerkundschaften. Das war zwar nicht grammatikalisch, ist ja egal. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Das sehen wir dann nächste Woche. Ich frage mich echt, was ich im Hochmittelalter dann produzieren kann. Aber na gut, ich hatte ja eigentlich versprochen, dass letzte Woche ein Special oder so wieder kommen sollte, irgendein Lückenfüller von Forge of Empires, weil ich ja nicht da bin und kein Video deswegen gemacht habe. Habe ich leider nicht mehr geschafft, bevor ich losgefahren bin. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, aber ich denke nicht. Und dafür geht es jetzt ganz normal weiter. Jede Woche wieder ein Forge of Empires Video. Und ich werde in nächster Zeit erstmal nicht wegfahren. Das heißt, es wird auch regelmäßig wiederkommen. Gut. Wie gesagt, ich habe gekämpft, 3 Sektoren freigeschaltet. Mehr war es dann eigentlich auch gar nicht diese Woche. Wie gesagt, Sommer-Event vorbei. Ich habe wirklich nichts mehr gewonnen. Das war nur noch ein Tickets loswerden. Ich hatte insgesamt noch vielleicht 30 Tickets oder so, aber ich habe nichts, absolut nichts Ordentliches gewonnen. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.